Ja, hallo liebe Zigano-Aficionados, heute ein weiteres Zigano-Review von mir. Schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir hatten ja im letzten Review die Taurus de Bull 2017 von Fuente, 95 €, 15,24 cm Länge, 52er Ringmaß. Das ist die stärkste Fuente, die kreiert wurde von Kalito. Taurus de Bull, also Kalito und aber auch der Senior sind im Sternzeichen Taurus damals geboren worden und deswegen ist es so ein bisschen so eine Connection. Es werden 8 verschiedene Tabake benutzt und das ist jetzt die 2020 Special Edition mit einem schönen dunklen Deckblatt und hier diesem Purple Ring noch, dieser Banderole, diesem Band und bin sehr gespannt, weil die normale 2017er war ich so ein bisschen reserviert von der Bewertung her. Und ich hoffe mal, dass das dunkle Deckblatt einiges an Start bringen wird. Grundsätzlich sind es Domrep Limitadas. Nur 100 Kisten werden dann jedes Mal weltweit avanciert und verkauft. Und das ist im Prinzip ja, mit die seltenste und auch die fast teuerste Fuente. Also die noch teurere, die BBMF, kostet 120 € ungefähr. Aber interessant, dass diese Taurus de Bulls in Amerika 60 Dollar kosten. Also eigentlich 95 €. Ja, aber die Menge, die halt in Deutschland immer antrifft, ist halt noch geringer wie in Amerika. Von dem her. Ja, und die Nachfrage regelt das halt natürlich. Sind immer ausverkauft. Und ja, sehr, sehr gespannt, wie die zweite abschneiden wird. Ich hoffe mal, dass sie besser mir munden wird. Und ja, 8 Tabake hat der Kalito verwendet hier. Er hat sich wirklich ausgetobt und genau, jetzt muss irgend so ein Vollidiot mit seinem scheiß Motorrad vorbeifahren. Ich habe mir auch mal damals bei meiner Supra, Toyota Supra, habe ich mir einen Auspuff aus Japan importiert, plus halt hier noch einen 200 Zellen Rundcut einschweißen lassen beim Auspuffbauer. Und was da die Polizei bzw. der TÜV rumgemacht hat mit, ach, das darf nicht mehr als hin und oder das darf nicht mehr als so und so viel Prozent lauter sein wie damals original und so weiter und so fort. Ja, okay, aber solche Schrottmotorräder, die dürfen dann rumdonnern, sodass sein Trommelfell rausplatzt und das ist alles gut. Jedenfalls, so viel sich war, dass mein Auspuff leiser als original war. Im normalen Zustand, also wenn du normal gefahren bist damit, aber wenn du halt natürlich einen Turbo gespult hast und dann halt Vollgas, dann hat das Ding richtig, richtig gefaucht. Wie auch immer, ja. Also hat 8 Tabake benutzt, hat sich im Prinzip ausgetobt und nach wirklich seinem persönlichen Geschmack einfach kreiert das Teil. Und ja, bis gleich. Also jetzt im Vergleich zu normalen Bullen hast du einen Hauch weniger Pfeffer und es geht nicht so in die weihnachtliche Richtung, sondern eher in so ein Teehaus, also wirklich was Fruchtiges, Tee, Kräuter, so ein bisschen floraler einfach. Ja. Hat so was leicht Süßliches, ja. Schön ein bisschen Toast durch das dunkle Deckblatt. Also auf jeden Fall Unterschied. Und aber auch bei der normalen jetzt, Taurus de Bull, kamen die Aromen vom Kaltgeruch und Zug, aber im Rauchverlauf eher unter. Also die kamen halt nicht so durch. Bin ich mal hier gespannt, ob das bei der fruchtigen Richtung, so à la God of Fire bei Kalito, bleibt. Die ist auch recht fruchtig, süffig, süßlich, cremig. Schmeckt nach Salami. Das ist jetzt kein Witz. Ich weiß, wie Salami schmeckt. Das ist kein Witz jetzt. Ich meine damit natürlich die original ungarische, nicht so diese billigen Gutfried-Salami-Aufschnitte oder sowas.
Doch. Hat definitiv so einen Salami-Touch. Es geht halt eher Richtung Paprika, Pfeffer, Würze und halt eben dieses fleischige, saftige. Interessant. Kommt wahrscheinlich von diesem Deckblatt. Schönes, rustikales Deckblatt. Schöne Farbe. Sieht halt auch aus wie so eine Landjägerwurst. Geht auch wieder in eine ganz andere Richtung. Sehr interessant. Also wie gesagt, die normale Bull ging mehr so Richtung Spekulatius, Zimt, vom Geruch her Leder, so ein bisschen kirchlich, weihrauchmäßig so. Die hier halt eben eher in die fruchtige Tee-Richtung, aber vom Geschmack her eher so dieses Barbecue, Salami, Fleisch, Rauch, rauchig, Kolbas, Salami, so in die Richtung. Komisch, echt interessant. Was so ein bisschen Gegenzug. Und wieder das Motorrad. Deswegen, also das ist mal ein anderes diesmal. Ja. Du hast aber so ein bisschen doch was Süßliches auch, aber eher so Richtung wirklich Zucker. Also nicht so dieses üblich cremig, süßliche, schaumige, milchige oder so, sondern eher wirklich schon zuckermäßig. Aber jetzt nicht so Richtung Acid True Estate, die mit Zuckerwasser beträufelt sind, diese Deckblätter. So meine ich das nicht, aber es hat schon so ein, ja, erinnert so ein bisschen an die Plasencia Fuego Sixto. Ja, die ist auch so ein bisschen zuckermäßig, zuckerwattemäßig. Das ist wirklich komische Kombination. Ja, interessant, wie es weitergeht. Bis gleich. Also die Standard-Bull ist definitiv stärker. Und auch hier der Pfeffer ist im Prinzip gar nicht da. Du hast zwar eine gewisse Grundwürze. Das Süßliche kommt. Jetzt geht es doch mehr so Richtung Belief, auch 20 Years Fuente, so Richtung Weihnachten, so ein bisschen Mandel, krokant, so was nussig-süßliches würde ich jetzt sagen, so ein bisschen teigig. Von dem her finde ich die jetzt schon angenehmer. Das Deckblatt, gut, ich meine, die andere ist auch geaged, so ein bisschen, hier die auch, aber die kommt deutlich milder und feiner daher, überhaupt nicht aufdringlich. Und aber auch nicht komplex oder so. Also, wie gesagt, so, es geht in die nussige Richtung. Und das habe ich mir bei der normalen Bulle auch gewünscht, dass es mehr so in die vom Kaltgeruch her, dieses Weihnachtliche, dass es eben auch in so dieses nussige, süßliche geht, aber sie ging nicht in die Richtung. Hier haben wir das, schön fein, schöne Asche, schöner Abbrand. Und ja. Also jetzt kann ich schon direkt sagen, das ist für mich die bessere Wahl. So, jetzt sind wir bei 80 Minuten. So dieses Nikotin, dieses starke von der Standard Bull auch, kam so ein bisschen durch, so ab Minute 60. Man merkt so ein bisschen im Kopf auch das Nikotin jetzt und so weiter. Aber es ist nicht so ganz krass wie bei der normalen Bull. Nach wie vor leicht so süßlich. Ich hatte so ein bisschen Kokosnuss. Da tut sich ja so ein bisschen was. Aber das war jetzt wirklich ganz dezent im Hintergrund. Ansonsten leichte Süße, bisschen Toast. Angenehm. Also wirklich sehr leckere Zigarre. Und aber ich habe jetzt bei der anderen Bull, bei der Standard Bull auch gesagt, bei dem Preis 95 Euro, da kauft man nicht den Geschmack. Das ist bei allem so. Du kaufst Prestige, du kaufst die Seltenheit, du kaufst die Limitierung, das Ganze drumherum. Das muss man halt immer berücksichtigen. Es ist eine gute Zigarre, die schmeckt mir auch besser als die normale Bull. Definitiv, aber ist jetzt nichts Hyperkomplexes, nichts Hypermäßiges, was die Welt irgendwie, sage ich jetzt mal, verändern wird. Es ist einfach eine sehr, 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 sehr leckere, solide Zigarre. Ja, sehr limitiert und das kauft man halt damit. Ja. So, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir sind jetzt bei über 2 Stunden schon. So ein bisschen Cayennepfeffer kam jetzt zum Schluss auf den Lippen, auf alle Fälle, da tut sich was. Ansonsten dieses leicht süßliche, ein bisschen Toast, bisschen was Fruchtiges. Wirklich eine sehr leckere Zigarre. Gefällt mir außerordentlich. Die würde ich so auch immer wieder kaufen, wenn sie nicht so teuer wäre. Also wenn es die irgendwie so, ja gut, ich meine, die Anejo-Serie geht ja auch so in die Richtung und die God of Fire, die Kalito zumindest.
Gut, die ist noch ein bisschen komplexer, verspielter, süßlicher, fruchtiger noch. Ja, also schöne Zigarre. Die hat mich auf jeden Fall überzeugt. So, wir sind jetzt bei 150 Minuten, also du bekommst irgendwie mehr Smoke als bei der normalen Bull. Aber jetzt tickt sie so ein bisschen auch rum. Ist auch sehr interessant, ne? Wahrscheinlich, ja, das Deckblatt, das brennt einfach langsamer ab. Geschmacklich tut sich nicht mehr viel, ein bisschen floral, erdig. Längere Zigarre gefällt mir 4 von 5, würde ich so jedes Mal wieder rauchen, absolut. Wenn sie halt billiger wäre. Ne, wie gesagt, bei den Preisen, da zahlt man nicht den Geschmack. Also nicht nur. Da ist das Gesamtpaket natürlich mit am Start. Jemand, dem das alles egal ist, das drumherum, ja, der kauft sich dann auch Zigarren gar nicht. Es gibt natürlich auch gute Zigarren, die ein Drittel kosten, ganz klar. Aber das ist halt einfach das Gesamtpaket und das drumherum, was man sich da kauft. Das muss einem immer klar sein. Und muss man auch dann berücksichtigen, wenn man darauf Wert legt. Und jetzt halt im Fall von so einem Review muss man halt das so ein bisschen auch mit einspielen. Die normale Bull war so auch lecker. Aber irgendwie war auch, ja, jetzt dann doch nichts Besonderes, außer die Stärke. 4 von 5, liken, kommentieren, abonnieren. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.